In Burgersdorf gibt es am Hauptplatz in der Passage ein neues Geschäft, welches sich Zuckerwuschel nennt und alles zu bieten hat, was man an Dekorationen für Torten und Süßigkeiten benötigt. Jedes Geschäft und Lokal, welches den Hauptplatz in Burgersdorf belebt, ist natürlich ein positives Ereignis und ich wollte die Produkte des Geschäfts und deren Betreiber gerne näher kennenlernen. So traf ich mich kurzfristig mit Vedrana und Oliver Blanche in ihrem neuen Geschäft und plauderte über das Geschäft und ihren persönlichen Werdegang. Ich fand es total spannend, wie eine studierte Betriebswirtin und ein Interaktionsdesigner sprichwörtlich auf den Zucker gekommen sind und sich bestens ergänzen. Wie die beiden nach Burgersdorf kamen, wie sie ihr Privatleben mit drei Kindern in Einklang mit dem Geschäft bringen und wie es zu all dem eigentlich kam, ja, all das hört ihr in dieser Episode von Hallo Burgersdorf. Infos, Bilder und Videos könnt ihr noch auf hallo-burgersdorf.blog sehen und es würde mich freuen, wenn ihr mir auf Facebook oder Instagram unter Hallo Burgersdorf folgen würdet. Nun wünsche ich euch aber eine gute Unterhaltung mit dem Podcast Wedi und Olli im Zuckerwuschel. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Hallo Burgersdorf, der Talk über Menschen und Themen in und um Burgersdorf. Und heute befinde ich mich wieder genau in Burgersdorf, nämlich genau am Hauptplatz, und zwar bei dem neuen Geschäft, das wir am Hauptplatz haben, das Zuckerwuschel. Und mir gegenüber sitzen jetzt Vedrana Blanche und Oliver Blanche. Und in der Kurzform werdet ihr ja Wedi und Olli genannt und ich darf euch auch so nennen, oder? Gerne. Sehr gerne, sehr gerne. Hallo. Ja, herzlich willkommen in zweifacher Form gleich. Also hier auch willkommen in Burgersdorf am Hauptplatz mit eurem neuen Geschäft. Ja, stellen wir euch einmal ganz kurz vor. Wer seid ihr? Gerne. Soll ich mal anfangen? Hallo, ich bin die Wedi. Ich bin, kommen wir gleich zu meinem Namen. Ich bin ursprünglich geboren in Kroatien. Mhm. Eigentlich spricht sich der Name Vedrana aus, nachdem das aber so wenige Menschen aussprechen können, nennen mich die meisten Wedi in meiner Kurzform. Ich bin seit 2 Jahren jetzt Inhaberin von Zuckerwuschel und freue mich jetzt zum Online-Shop ein kleines süßes Geschäft hier in Burgersdorf eröffnet zu haben, gemeinsam mit dem Oliver. Ja, dann kommen wir gleich einmal zum Olli. Genau, ich bin der Olli. Ich bin eigentlich in Hadersdorf aufgewachsen, gleich um die Ecke. Also du kennst Burgersdorf. Ich kenne Burgersdorf sehr gut schon. Ich war auch hier am Sacré-Cœur in der Schule. Also die Ecke ist hier so meine Heimat. Wir sind vor 7 Jahren sind wir dann jetzt nach Burgersdorf gezogen, von Wien heraus. Und genau, und ich unterstütze meine Frau bei Zuckerwuschel. Also wir machen das gemeinsam. Und ich unterstütze sie im technischen Produktionsbereich sozusagen, weil das super. Auch von meinem Beruf her zusammenpasst. Naja, für alle Hörerinnen und Hörer muss man sagen, ihr hört vielleicht im Hintergrund ein wenig Musik. Das liegt daran, wir sitzen jetzt mitten hier im Geschäft, das ja auch bekanntlich mitten am Hauptplatz ist. Und draußen wird gerade der Adventmarkt aufgebaut und die ganzen Musikproben und so finden auch statt. Das heißt, das hören wir ein wenig im Hintergrund, sollte uns aber nicht stören, oder? Ich denke nicht. Das führt ein bisschen zur Weihnachtsstimmung. Kommen wir gleich zum Geschäft, zum neuen Geschäft. Und zwar, ihr habt das hier am 17. November in Burgersdorf eröffnet, aber ihr hattet ja schon lange vorher einen Online-Shop, ne? Also vor 2 Jahren haben wir gesagt mit dem Online-Shop begonnen. Mhm. Das war zuerst eigentlich ein Projekt, ein Pilotprojekt, das wir gestartet haben. Wir haben gesehen, da ist immer mehr Interesse. Und jetzt mittlerweile sind wir 2 Jahre am Markt und hatten jetzt das Bedürfnis, auch unseren regionalen Kunden in Burgersdorf ein kleines Geschäft anzubieten. Ja, da kommen wir überhaupt gleich auf die Frage. Also erstens mal, euer Geschäft Zuckerwuschel, was bietet ihr an? Was ist eure Produktpalette? Also
wir trennen es also in zwei Gruppen. Die eine Gruppe sind die selbst produzierten, personalisierten Torten, Dekorationen. Das sind zum Beispiel essbare Tortenbilder, mhm, sei es mit einem Foto von der Familie, vom Kind oder ein gezeichnetes Bild. Ja, das ist alles essbar und es ist aus Zuckerpapier und dieses Papier kann man auf die Torte legen und somit der Torte einen Pep geben. Kann ich sozusagen sagen, ihr pimpt ein wenig die privaten Torten. Richtig, ja, richtig. Genau. So, genau so, ganz kurz gesagt, kann man das sagen. Ja, es ist einfach so ein kleines Highlight auf der Torte. Alles, mhm, was personalisiert ist, wo ein Name, wo Grüße oben stehen oder wo ein Bild von der Person, vom Geburtstagskind zu sehen ist, ist natürlich dann etwas ganz anderes als einfach ein einfacher Schokoladenkuchen, mhm, oder eine Schokolade. Also ihr druckt, ihr könnt Fotos oder was auf Zuckerpapier drucken, je nach Wunsch und so vom Kunden oder Kundin. Richtig, mit einem Lebensmitteldrucker, mhm, drucken wir das auf ein essbares Zuckerpapier. Mit Lebensmittelfarben natürlich, ja. Ja, sonst wäre es also natürlich nicht essbar. Aber also genau. Außer das Unterlagspapier ist alles essbar, ne? Also wenn's die geliefert Folie, wird, die Trägerfolie. Genau, die Folie sollte man nicht verzehren. Ist auch schon passiert bei Kundinnen. Die wollten dann die Torte durchschneiden und das hat nicht funktioniert. Aber naja, das merkt man dann schon. Da hat man die Anleitung, glaube ich, nicht ganz genau gelesen, dass man die Trägerfolie abziehen soll. Okay. Und was vielleicht spannend ist, dass die Torten, die Größe kann rund sein oder rechteckig, mhm, so bis zu A4-Format. Wir machen aber auch kleine Bilder, mhm, das heißt, die kann man dann auf Kekse legen oder auf Cupcakes oder, mhm, oder Muffins. Und das wird jetzt immer mehr beliebt. Also es ist halt so, dass man vielleicht nicht immer eine große Torte backt, sondern vielleicht einfach nur mal für einen, mhm, Kindergeburtstag Muffins, mhm, macht für die Kids. Und da ist es halt cool, wenn man dann halt ein kleines, lustiges Männchen oder irgendwas drauf. Ich persönlich habe ein wenig gemerkt, ich weiß nicht, vielleicht könnt ihr mir das bestätigen, Torten werden heute speziell für Kindergeburtstage, die werden eigentlich immer aufwendiger. Ich bin jetzt schon im fortgeschrittenen Alter, ja. Aber ich habe jetzt eine Schokotorte bekommen, vielleicht mit einer Kerze drauf, aber wenn wir heute Torten ansehen, das sind Kunstwerke. Ja, es hat sich einfach auch dieser Bedarf geändert. Ich glaube, wir sehen einfach viel mehr Dinge über Pinterest, über Instagram. Da kommen viele Sachen auch aus England, die sind da schon sehr fortschrittlich. Also wir kriegen einfach viel, mhm, mehr Angebot zu sehen und dementsprechend wünschen sich dann die Kinder andere Dinge. Also ich habe begonnen bei meiner Tochter mit Modellieren von Figuren. Das Ganze hat sich dann irgendwie immer gesteigert, wo dann der Oliver schon wusste am Donnerstag, oh, hat meine Frau keine Zeit, ich glaube, ich soll sie lieber in Ruhe lassen bis Sonntag, bis dann alle Vorbereitungen stehen. Und das ist dann schon sehr zeitintensiv. Nach dem ersten Kind ging das ja, dann kam noch ein zweites und es folgte ein drittes. Ja. Und ja, dann war die Zeit sehr rar. Und die Torten wollten gemacht werden, beziehungsweise war die Erwartungshaltung der Kinder ja trotzdem genauso wie vorher. Ja, klar. Und das war genau der Punkt, wo ich mir gedacht habe, irgendetwas muss sich verändern. Zeit sparen und Torten trotzdem cool gestalten, aber einfacher. Mhm. So kamen die Idee der Tortenbilder. Und bietet ihr in eurer Produktpalette auch an, also ganze Torten zu machen? Also hier sind wir in dem Bereich, eben wie gesagt, ihr pimpt ein wenig private Torten. Gibt's auch, kann man auch bei euch die fix fertig bestellen, Produkte? Das kann man auch. Das heißt, wenn ein Kunde sagt, also sei es jetzt Firmenkunde, das hatten wir, mhm, schon beides, wie auch, mhm, Privatkunde, der hätte gerne alles aus einer Hand, die Dekoration und die, mhm, Torte. Wir sind nicht Konditoren, wir dürfen sie gar nicht backen, aber wir haben eine, mhm, Kooperationspartnerin, mit der wir quasi gemeinsam die Torten in der Region, mhm, anbieten, beziehungsweise haben wir bundesländerweit auch noch über den Onlineshop Konditoren, denen wir die Tortendekoration schicken und dann bekommt der Kunde trotzdem alles aus seiner Hand. Weil, mhm, wenn jemand unbedingt die Zuckerwuschel-Tortendeko auf der Torte gerne, ja, hätte, weil, okay, das Maß angefertigt ist, unser zweites Produkt sind nämlich Cake-Topper. Mhm. Das ist auch sehr beliebt für Hochzeitstorten, mhm, und das wird im Sommer sehr, sehr viel bei uns bestellt. Wie kam es eigentlich bei euch zur Geschäftsidee? Man geht ja nicht von der Schule ab und sagt, ich mache jetzt ein Torten- oder ein Zuckerwuschelgeschäft auf. Es kam, also diese Idee kam auf Abwägen, sagen wir es mal so. Als Kind hätte ich meine Laufbahn so weiterverfolgt, hätte ich dann die Konditorlehre gemacht, aber ich bin in die Betriebswirtschaft gerutscht, also ich habe den Hack gemacht. Ja.
Nach der Hack ging es dann weiter, habe einen wirtschaftlichen Diplomlehrgang gemacht. Danach ging es noch berufsbegleitend ins Studium, betriebswirtschaftlich, immer mit Schwerpunkt HR, also was ganz anderes. Mhm. Und ich habe mich da bei einem Big Four zuletzt als HR-Business-Partner zurechtgefunden. Es war auch eine sehr nette Erfahrung. Also HR, Human Resource. Ja, richtig, Personalabteilung sozusagen. Die softe Variante der Betriebswirtschaft. Ja, das war so mein letzter Karriereschritt und dann kamen die Kinder. Und dann kam auch die große Reflexion, was will man denn wirklich? Mhm. Was macht denn einen wirklich glücklich? Und für mich war schon immer als Kind befriedigend, einfach Dinge zu schaffen, Dinge zu basteln, also einfach etwas mit den eigenen Händen zu stricken und sich einfach etwas kreativ schaffen, ne? Auszutoben. Mhm. Und auch die Torten waren schon immer ein Thema. Und das war einfach so eine Initialzündung, die sich dann innerhalb der Kinder, diese ganzen Torten, so wuchs immer stärker dieser Wunsch, etwas Eigenes zu machen und etwas zu produzieren, weil ich habe sehr, sehr gerne mit Menschen zu tun. Und es ist auch so, wenn man zum Beispiel Personal sucht, man findet Personal und vermittelt jemanden erfolgreich. Das ist auch ein schönes Glücksgefühl, ein erfolgreicher Schritt. Jedoch man hat jetzt gefühlt für einen selbst nicht etwas geschaffen, etwas Kreatives, das man in der Hand halten kann. Also es ist einfach ein Unterschied. Ja. Ich finde, beide Welten verbinden etwas, aber ich habe mich dann zu diesem Zeitpunkt, habe ich den Drang gespürt, es ist soweit, dass ich einfach etwas selbst schaffen möchte. Aber wie ich schon rausgehört habe, diese Leidenschaft besteht ja eigentlich schon seit früher Jugend bei dir, ne? Also die hast du eigentlich immer mitgenommen, auch in den anderen Ausbildungen. Das war schon immer da. Meine Mutter hat äußerst gelitten darunter. Die Küchen haben wild ausgesehen. Ich habe dann auch in einer Mini-Küche gewohnt zwischendurch. Dort wurde auch fleißig weitergebacken. Auch dieses Überraschen von Menschen oder etwas Unerwartetes zu tun mit irgendeiner besonderen Torte, das hat mir auch immer sehr, sehr großen Spaß gemacht. Also eine Überraschung für jemanden zu machen. Und das ist auch das, was so schön ist an Zuckerwuschel, eben, dass es eigentlich ein Produkt ist, das eigentlich Menschen grundsätzlich nur Freude bereitet. Mhm. Also es ist einfach Positives. Du bist ja auch ein Mensch, der lieber was herschenkt, als was bekommt. Also ich glaube, zu Weihnachten zum Beispiel würdest du lieber allen was schenken, als dir nicht so wichtig ist, dass du was dann quasi so unbedingt zurückbekommst. Und die Wedi macht das auch sehr gerne. Sie nimmt zum Beispiel ein ganz kleines Geschenk wie einen Ohrring, nimmt dann 5 Schachteln übereinander und man bekommt ein Riesengeschenk, denkt so, boah, was ist denn das? Und dann packt man aus die erste Schachtel, dann ist eine kleinere drin und irgendwann kommt man dann zu einer Mini-Schachtel und dann ist dort erst das eigentliche Geschenk drin. Und da so möge man sagen, das sei nicht umwelttechnisch schonend. Ja, ich hebe die Verpackungen dann noch auf. Ja, wie du schon gesagt hast, meine Erwartungshaltung, Dinge dann zurückzubekommen, die ist einfach nicht da. Weil ich freue mich dann einfach, wenn ich eine Überraschung bekomme. Aber es ist jetzt nicht verpflichtend. Trotzdem bekommen wir von den Kundinnen viel Feedback. Also wir sind oft überrascht, was für tolles Feedback wir bekommen. Okay. Dass sich jemand, wenn jemand was kauft, in Tirol zum Beispiel, dann extra uns ein E-Mail schreibt und sich schreibt, es war so toll, das hat so gut geklappt, das Produkt ist super, wir kaufen gern wieder ein, wir haben uns so über die Karte gefreut, über die Grußkarte. Da merkt man dann, das ist schon ein großer Schritt, dass man das macht, weil wir kennen das natürlich selbst, man bestellt im Internet irgendwo was, man hat's, kriegt's schnell und dann war's das, ja. Aber dieses Feedback zu bekommen ist für uns auch schön, da merkt man immer noch, dass das dass wir am richtigen Weg sind und diese Freude überträgt sich natürlich wieder zurück auf uns. Ja. Und das ist natürlich noch ein Tick dann spannender hier im Geschäft, weil wir natürlich die Feedback. Leute schon vorher begeistern können mit den Produkten und ja, das ist na, ihr habt ja hier den Vorteil, erstens einmal den direkten Kundenkontakt zu haben und gleichzeitig, wie ich das jetzt höre, wollt ihr natürlich eine ganz starke Bindung zu den Kundinnen und Kunden aufbauen, ne? Eine persönliche Bindung auch. Also nicht, dass das nicht irgendwie, man verkauft etwas, sondern es ist ja wirklich eine persönliche Bindung dabei. Das nennt sich dann auch dann so im Marketing, im Fachjargon, so wie wir es alle kennen, das USP. Mhm. Und das ist bestimmt auch das Unique Selling Proposition. Mhm. Das ist sicher auch für die Kunden das, weshalb sie auch gerne immer und immer wieder kommen, weil sie wissen, was sie erwartet, nämlich diese persönliche Beratung, auch ein bisschen Herz immer dabei, auch immer ein Ohr. Es gibt auch Kunden, die zum Beispiel dann vielleicht mehr Fragen haben als der Durchschnittskunde, aber auch da ist Zeit. Ja, natürlich muss man das strukturieren auch, aber trotzdem ist Zuckerwuschel steht einfach
für persönliche Beratung. Mhm. Olli, wie kamst denn du eigentlich in die Zuckerwelt? Torten habe ich immer schon gerne gegessen. Allerdings bin ich so von Natur aus ein sehr verspielter Designer, kann man sagen. Ich bin seit über 20 Jahren eigentlich im Digitalbereich tätig. Mhm. Als früher war das Webdesigner, dann hieß es Multimedia Designer, dann hat man Grafikdesign gemacht, dann hat man, also dann haben wir, hatte ich zwei Agenturen, hatte ich auch schon, wo wir App designt haben und konzeptioniert haben. Und ich bin seit einigen Jahren jetzt freiberuflich tätig und arbeite für Startups. Jetzt nenne ich es Interaktionsdesigner. Also ich kümmere mich auch um das Erlebnis, das Benutzererlebnis des Kunden vom ersten Kontakt an bis zu dem, wie er das Produkt benutzt. In dem Fall meistens sind das dann mobile Apps. Und da arbeite ich für Startups auch jetzt noch. Und ich teile mir das jetzt auf, dass ich halt, ein Teil ist halt mein freiberuflicher Part und das andere, das ist das ganze digitale Wissen, was ich hier in mir schon angesammelt habe über die Jahre, war dann jetzt auch so der Moment, wo ich gesagt habe, ich weiß schon so viel von allen Bereichen, von Marketing, Online-Marketing und Website-Gestaltung, Shop-Gestaltung, auch Fotografie ist irgendwie so auch so mein Hobby. Ja. Also ich habe versucht, das alles hier so reinzubringen und jetzt endlich mal so ein eigenes Baby quasi, ein gemeinsames zu haben, das vierte Baby sozusagen bei uns, ist dann jetzt das Zuckerwuschel-Baby. Aber zum Zucker bist du definitiv über die Wege gekommen. Auf jeden Fall, ja. Da hat sie mich auf jeden Fall angesteckt. Ja. Es bedurfte nicht sehr viel Überredungskunst. Jetzt war natürlich für mich auch interessant, der Firmenname Zuckerwuschel ist ja doch eher ausgefallen. Wie kommt es zu dem? Also der Anspruch an den Namen war einfach, es soll kein englisches Wort sein und auch nicht irgendwie Cake und Sweet, da gibt es schon so viel am Markt und es soll etwas sein, wo sich die Leute hier einfach regional bzw. Österreich oder im deutschsprachigen Raum verbunden fühlen. Und mit Zucker haben wir sehr viel zu tun, es ist sehr viel Süßes bei uns und meine Frisur ist sehr wuschelig und irgendwie kam dann diese Kombination zustande, dass ich gesagt habe, Zuckerwuschel, was meinst du dazu? Und so haben wir Freunde, Familie und das Umfeld gefragt und alle fanden, ja, das gibt's wirklich nicht, das ist irgendwie, klingt lustig, es ist irgendwie originell. Und so ist es eigentlich relativ schnell gewachsen. Ja. Daraufhin hat eine liebe Freundin von mir das Logo designt und sie hat mir neben ein paar Vorschlägen auch ein von mir gemaltes Bild in Comic-Design vorgeschlagen, wo ich mir gedacht habe, ups, ich möchte mich nicht bis in alle Ewigkeit verewigen und mich täglich irgendwo auf Logos sehen. Aber der Oliver war irgendwie so begeistert davon und meinte, das ist es. Na super. Also jetzt wissen wir auch, warum es Zuckerwuschel heißt. Wie gesagt, 2 Jahre habt ihr schon den Online-Shop und ich gehe mal davon aus, erfolgreich. Ja, Stück für Stück wächst er, ja. Es gab aber schon einen Shop in Tulnerbach, ne? Genau, wir haben zusätzlich zum Online-Shop haben wir ein Geschäft in Tulnerbach eröffnet. Das ist ja nicht so unweit von hier entfernt. Wir haben uns sehr verliebt in das Geschäftslokal. Das war beim Gemeindezentrum ein 100 Quadratmeter großes Geschäftslokal, das frei stand. Und wir haben uns, denke ich, relativ wohl gefühlt. Jedoch haben wir dann gemerkt sehr schnell, dass die Kundenfrequenz dort jetzt nicht so ist, dass wir langfristig uns aufhalten möchten. Und es war auch die Produktion ebenfalls in dem Geschäftslokal. Das war zwar getrennt. Im Nachhinein betrachtet finden wir, es war eine gute Erfahrung. Wir möchten sie nicht missen. Wir wissen, was wir alles falsch gemacht haben, was wir nicht nochmal falsch machen möchten. Und auch, dass wir eigentlich das Geschäftslokal und die Produktion gerne trennen wollen, weil wir einfach wesentlich effizienter arbeiten können. Das Zweite sind auch unsere 3 Kinder. Wir können viel flexibler reagieren, indem die Produktion bei uns angesiedelt ist in einem separierten Raum, in unserem Keller, mit Abholung der Kinder. Also die Kinder sind beispielsweise gar nicht im Kindergarten und es funktioniert trotzdem, dass wir uns unsere Arbeit so einteilen, auch wenn wir jeden Tag arbeiten. Bei einem Selbstständigen ist das nun mal so. Aber dass wir uns das trotzdem so einteilen, dass wir für die Kinder da sind und mit ihnen eine Hausübung machen und einfach das Familienleben trotzdem genießen können. Naja, das Wort selbstständig sagt ja selbst und ständig, ne? Oh ja. Das stimmt. Ja, ihr habt euer Geschäft von dort, aber wie du schon gesagt hast, dort war auch die Produktion dabei, von 100 Quadratmeter jetzt reduziert auf? Feine 12 Quadratmeter. Na bitte. Aber ich muss sagen, die Produkte kommen hier gut rüber.
weil sie stechen einen alle ins Auge. Also ich glaube, dass ihr keine größeren Verkaufsraum benötigen werdet, aber das ist nur meine bescheidene eigene Meinung dazu. Danke. Wir haben grundsätzlich auch festgestellt, dass wir jegliches Sortiment, das wir in Tulnerbach hatten, genauso hier positionieren konnten. Mhm. Einfach nochmal geschickter und kleiner, aber genauso das ganze Sortiment abbilden können. Ja, man sieht ja natürlich auch die Handschrift vom Olli, der schon gesagt hat, er ist hier der Profi im Medienbereich. Hier haben wir natürlich angesehen eure Homepage und euren Social-Media-Auftritt, der ja sehr, sehr toll ist. Klar strukturiert, man kennt sich überall aus. Und ich habe auch gesehen, zum Beispiel gerade auf Insta, das ist gar nicht schlecht, also das ist mächtig. Auf Insta habt ihr 4.400 Follower. Ich bemühe mich, also ich, man verbringt auch wirklich sehr viel Zeit. Also da, ich betreue den Social-Media-Kanal, vor allem Instagram, und ich merke, dass es einfach wichtig ist, wirklich auch regelmäßig Stories, auch ein bisschen aus den privaten Nähkästchen zu plaudern, auch mal einen Ausflug herzuzeigen. Und die ganzen Follower, die mögen einfach so einen kleinen Schwenk. Es soll authentisch sein. Es soll jetzt nicht einfach ein KI-generierter Text ist, wo man so oft bei gewissen Unternehmen das liest, sondern es soll einfach persönlich sein. Es soll einfach einen Mehrwert bieten. Wir machen recht regelmäßig, also so saisonal bedingt eigentlich auch Gewinnspiele auf Instagram. Und da verlosen wir doch immer ganz nette Sachen, also zum Teil unsere eigenen Dekoprodukte, zum Teil dann Streusel von unseren Herstellern und so weiter. Und das ist wirklich, das sind immer jedes Mal so, da spielen wirklich viele Leute. Das ist wirklich, es glänzt, es ist bunt und die Leute sind begeistert. Also da merken wir, da kommt doch immer wieder ein großer Begeisterung. Ja, ein sehr großer Andrang. Also das letzte Gewinnspiel waren irgendwie knapp über 600 Teilnehmer, was wirklich gewachsen ist jetzt im Vergleich zum allerersten Gewinnspiel. Da waren das vielleicht um die 50. Ja. Habt ihr eigentlich schon jetzt erst seit 17. November hier in Burgersdorf, aber habt ihr jetzt schon ein bisschen Erfahrungen gemacht mit Kundinnen und Kunden von Burgersdorf? Oh ja, ja. Durchaus, ja. Ja, wirklich total spannend. Also das Geschäft stand am ersten Tag nicht leer. Also es kamen laufend Kunden, sehr interessiert, und auch eine Geschäftskundin, die bei uns die Weihnachtskekse fertig dekoriert mit unseren personalisierten Auflegern bestellt hat. Ja, und das war schon mal ein toller Start, muss ich sagen. Wir freuen uns auf noch mehr. Jetzt steht gerade knapp Weihnachten vor der Tür. Und Weihnachten, gehe ich mal davon aus, ist für euch geschäftsmäßig natürlich eine gute Zeit, ne? Eine sehr gute Zeit. Und es gibt aber auch, witzigerweise ist es nicht nur Weihnachten, sondern auch das Frühjahr, das bei uns extrem stark ist. Da sind es vor allem die ganzen Firmungen, Erstkommunionen, so, Taufen sind das ganze Jahr über aktuell, und im Sommer die Hochzeiten. Mhm. Na super, jetzt haben wir wirklich viel euch schon über das Geschäft, die Geschäftsidee und da, wo ihr hin wollt, erfahren. Gehen wir ein bisschen auf euch als Personen ein, ein bisschen den Lebenslauf. Edi, von dir haben wir schon gehört, du hast das Studium gemacht, Betriebswirtschaft, du hast einen Human Resource Bereich, ihr habt drei Kinder. Was sind so noch so Eckpunkte, Freuden oder Interessen von dir? Ja, also das Backen ist das große Interesse, was ich sonst noch gerne mache. Ich liebe es, am Meer zu sein und mit der Familie einfach neue Dinge zu erkunden, Urlaube zu machen. Also ich bin nicht die klassische Urlauberin, die so ein Kinderprogramm, Erholungshotel benötigt, sondern lieber gern so kleine Abenteuer, sei es ein Campingurlaub, Dinge einfach erleben, nicht alles strukturiert und vorgeplant. Und dabei die Kinder zu haben, das sind so die schönen Auszeitmomente, die wir uns gerne dann zwischendurch gönnen, wenn wir mal nicht zuckerwuscheln. Wie entspannt ihr euch neben dem eben selbst und ständig? Ja, das sind so die kleinen Ausflüchte des Alltags. Also ich liebe zum Beispiel den Wald. Nur einen Spaziergang mal in den Wald. Wenn es nicht jeden Tag geht, natürlich nicht, aber zumindest am Wochenende oder wenn mal ein bisschen Luft ist. Dann aber auch gern mit den Kindern, weil da kann man einfach so viel erleben, und es ist diese Entspannung. Wir haben den Wald zum Glück genau vor der Haustüre oder hinter der Haustüre. Genau, das ist ein paar Meter, und das ist sehr angenehm. Ja, sonst freue ich mich immer sehr abends, wenn du mich gut bekochst mit meinem Lieblingsgericht. Ah, kochst du gerne, Olli? Meine Frau kocht sehr gut.
Und ja, manchmal mangelt es an der Zeit. Dann habe ich mir gedacht, jetzt muss ich auch mal da ein bisschen aufstocken und ein bisschen aufholen. Und ja, also ich bin eher so einer, der dann irgendwo ein Rezept rauskramt und das akribisch nachkocht. Aber ich muss sagen, es klappt ganz gut. Also ich habe mir da so ein paar so Klassiker zugelegt. Und wenn ich dann noch so die letzte Motivation noch am Abend nach dem Kinder hinlegen, so jetzt koche ich noch, ja, dann ist gut. Ja, Olli, bleiben wir gleich bei dir. Kurzer Lebenslauf von dir, so ein bisschen. Genau. Ich war am Sacré-Cœur und habe dort maturiert, im Pressbaum gleich um die Ecke. Und habe danach anschließend gleich an der Grafischen ein Kolleg gemacht. Mhm. Und da gab es den neuen Zweig Multimedia. Ja. Das war damals ganz, ganz neu. Ich habe dann 2000 habe ich dann abgeschlossen. Und habe dort 2 Jahre lang geschnuppert in Fotografie, Video, Film, Programmierung. Also wir haben dort wirklich noch sozusagen auch selbst Fotos entwickelt im Studio. Ja. Es war wirklich ich habe dort ein breites Spektrum gesehen, was man alles machen kann. Und habe dann für mich bemerkt, die Gestaltung ist das, was mich sehr interessiert. Und habe dann gleich danach begonnen, als Webdesigner zu arbeiten in einer großen Firma. Und auch kurz danach mich dann gleich selbstständig gemacht. Aha. Und eine Zeit lang haben wir uns dann spezialisiert sogar auf Videogames oder ich sag mal so, wir haben für Unternehmen Gewinnspielgames gemacht. Also zum Beispiel gab es da für die Volksbank ein Skispringen. Ja, das war dann so ein Minispiel, was man dann im Browser spielen kann, wo man dann halt direkt auf der Webseite dann halt Ski fliegen kann mit einem Comic-Männchen. Ja. So ungefähr 10 Jahre her oder sowas. Ja, das ist schon wahrscheinlich sogar ein bisschen mehr. Ja. Okay. Aber es war um die Zeit. Ja. Da habe ich mich immer in meine Verspieltheit auch hineingelebt. Das hat mich jetzt immer begleitet. Natürlich hat man sehr viele Technologien erlebt. Ich bin noch mit der ersten großen Diskette aufgewachsen, wo heutzutage sich viele Menschen und Jugendliche und Kinder denken. Naja, jetzt ist aber die Frage, die große, die 5¼ oder die kleine? Die 5¼. Ah, die Weiche. Die Weiche, die man auch mit der Schere noch ein Eck reinschneiden konnte. Wir sehen, wir verstehen uns. Genau. Also mit der bin ich, da war ich so 7, 8 Jahre alt, da gab es den ersten Computer bei uns. Und heutzutage ist man natürlich sehr kritisch dem ganzen Medienkonsum gegenüber, auch bei den Kindern. Ich habe sicher viele Medien konsumiert, allerdings waren meine Eltern damals schon so vordenken, dass sie gesagt haben, es gibt immer den computerspielfreien Tag. Das heißt, ich habe wirklich einen Tag durften wir spielen, auch dann länger am Stück, bis man dann halt einfach die kastlichen Augen hatte. Aber dafür gab es am nächsten Tag dann Kreativprogramm und da haben uns mein Bruder und ich meistens was einfallen lassen. Wir sind halt dann Radl gefahren im Wald und waren draußen und haben Lego gebastelt. Also es war die Abwechslung da. Ich habe natürlich ein bisschen nachgelesen über dich im Internet und da sieht man, was du selbst hineingestellt hast. Ne? Also du liebst Star Wars Spiele, du hast damals mit Amiga gespielt, du bezeichnest dich selbst als verspielt. Und deine Tätigkeiten, und das haben wir schon kurz angesprochen, aber das finde ich recht interessant. Medien-Allrounder, aber an erster Stelle hast du mal hingeschrieben Daddy. Ja? Genau. Bei deinen Tätigkeiten. Ja, das ist dann so gekippt. Ja. Also ich war sehr, sehr weit in der Arbeit drinnen und dann kam das erste Kind und dann wusste ich, dass es andere Dinge im Leben auch noch gibt, für die es sich lohnt. Und dann hast du hingeschrieben und habe ich bei dir das erste Mal gelesen, Interaktionsdesigner. Genau. Genau, hast du das kreiert, oder? Nein, das Wort gibt's schon. Also man benutzt meistens englische Begriffe wie User Experience Designer oder User Interface Designer. Also das nennt man meistens dann UX, UI Designer. Das sind so die neuen Begriffe für das, was ich da mache. Ich gestalte quasi das Benutzererlebnis. Ja. Genau. Und Interaktionsdesigner ist das gleiche eigentlich. Also es geht mir darum, wie benutzt jemand ein Produkt, wie fühlt er sich dabei, was erlebt er, was liest er, also was sieht er. Also es sind sehr viele Aspekte da. Und das sind auch Dinge, die wir hier auch in unser Zuckerwuschel, in den Shop und
eigentlich überall einfließen lassen. Ja. Es ist einfach diese Usability. Also ja. Es fängt schon an bei dem einzelnen Produkt, sind irgendwo scharfe Kanten. Wie fühlt sich das an? Mhm. Wie sieht das optisch aus? Wie sind die Proportionen? Also da sind wir beide so kleine Freaks optischer Natur, dass Dinge einfach irgendwo sich wirklich gut anfühlen. Wie würde ich als Konsument reagieren, wenn ich dieses Produkt habe? Würde ich mich auf der User Journey auf unserer Website zurechtfinden, wenn ich jetzt nach einem Produkt suche? Ist das übersichtlich? Also das spielt wirklich in alle Bereiche mit, weil es ganz, ganz wichtig ist, dass der Kunde einen guten Überblick über die Dinge hat, weil die Dinge verlieren sich ja auch, wenn man sie falsch positioniert oder nicht richtig bezeichnet. Und auch dieses Wording und wie man Dinge vermittelt, das liegt mir besonders am Herzen. Also ich bin so ein kleines kleiner Schreiberling, der einfach sehr, sehr gerne textet und so alle Texte, die wir auf unserer Website haben, ja, und jegliche Insta-Posts und sonstiges, das liegt mir einfach. Und da muss immer so diese persönliche Note und nichts zu Technisches dabei sein, ja. Ihr könnt hier beide wahnsinnig viel Know-how von jeder von seiner Seite genau in das Unternehmen einbringen, ne? Weil das ergänzt sich wahnsinnig gut eigentlich, ne? Es ist wirklich ein toller Match, ja. Also wir haben das zufällig so entdeckt und haben uns gedacht, wieso tun wir uns nicht eigentlich zusammen? Ja, so ist es dann wirklich passiert. Ich finde es wirklich eine gute Ergänzung, wobei man auch wirklich dann ein bisschen aufpassen muss, um privat und geschäftlich zu trennen. Man könnte sich ja dann laufend über das Geschäft unterhalten beim Abendessen. Ja, und da müssen wir schon noch, also das ist ein Lernprozess, aber wir müssen da immer mehr schauen, dass wir die Dinge einfach trennen und das Arbeiten und das Privatleben zwei getrennte Paar Schuhe sind. Wie seid ihr eigentlich jetzt hier zum Geschäft in Burgersdorf gekommen? Wie war da der Weg? Habt ihr dann gesagt, nachdem Tulnerbach, nachdem ihr gesagt habt, das ist eigentlich nicht so optimal, Verkauf und Produktion in einem. Ist das jetzt zufällig passiert oder war das jetzt gesteuert? Wir hatten eigentlich so laufend am Radar. Wir würden gerne, also unser Anspruch war gerne zentral, ein kleines Geschäft haben. Es soll nicht zu weit weg sein. Die Kinder sind in Burgersdorf in der Schule. Ideal wäre ein Standort in Burgersdorf. Und wie es der Zufall so wollte, kamen wir dann im zufälligen Vorbeigehen an diesem Geschäftslokal. Und ich habe schon damals zum Olli gesagt, also eigentlich genau so ein kleines, süßes Geschäft, das wäre wirklich was. Und als das frei wurde, naja, dann haben wir natürlich sofort nachgefragt. Das Geschäft war eigentlich schon vergeben, das war schon fast weg. Aber wir hatten wirklich das Glück, dass der Vermieter hier gesagt hat, Zuckerwuschel, ja, das hört sich gut an, ja, würden wir gern machen. Ja, wie ist denn eigentlich euer Bezug zu Burgersdorf? Ihr wohnt beide in Burgersdorf, also das Geschäft ist in Neuburgersdorf gemeldet, ne? Da ist der Firmensitz. Der Firmensitz ist in Neuburgersdorf. Also wir sind vor 7 Jahren zugezogen und ich bin ja so eine, also neben meinen kroatischen Wurzeln, eine waschechte Wienerin, war so in sämtlichen Bezirken in Wien und auch dieses ganze Flexible in Wien und man ist sehr schnell mit der U-Bahn irgendwo, war sehr angenehm. Ich hatte damals Sorge, wirklich nach irgendwo aufs Land zu ziehen. Ja. Aber ich muss jetzt mittlerweile sagen, ich würde gar nicht mehr wegziehen. Die Luft, die Leute, das, also für die Kinder, es ist wirklich toll. Wir sind jetzt 7 Jahre in Burgersdorf und ich finde es sehr, sehr bereichernd. Das Grün, ja, den Wienerwaldsee, bei dem wir auch so nah sind, der Wald, das schafft schon sehr, sehr viel Mehrwert für den persönlichen Ausgleich. Also ihr seid hier gut angekommen. Ja, gut das angekommen, genau. Nachdem ich schon Hadersdorfer Pressbaumer ein bisschen war. Und das zählt ja alles dazu. Bin da alles so in der Gegend hier auch groß geworden. Ich habe 2 Brüder, die wohnen selbst auch im Pressbaum und einer in Neuburgersdorf, der zweite. Mein großer Bruder, der war auch in der Blasmusik früher in Burgersdorf. Also der ist hier sehr stark verwurzelt, auch so mit den lokalen Traditionen auch ein bisschen. Ja. Und ja. Wir fühlen uns hier wohl. Es ist aber auch irgendwie die Nähe zu Wien ein Vorteil. Wir sind schnell drin. Wenn wir was aus Wien brauchen oder so, oder mal essen gehen wollen, mal was anderes sehen wollen, ist es einfach schön, so nah zu sein. Also man ist da so. Na, es ist einfach die Lebensqualität in dieser Region, wie du richtig sagst. Also Pressbaum, Gablitz, Mauerbach, Arasdorf, das ist so diese Wienerwaldregion. Die ist schon sehr hochwertig, die Lebensqualität hier, glaube ich. Auf jeden Fall. Ja, also das wissen wir wirklich jetzt mittlerweile sehr zu schätzen. Auch ein kleines Stückchen Garten, was jetzt in Wien zum Beispiel nicht jetzt üblich ist oder einfach räumlich möglich ist. Und da sehen wir einfach, wie viel unsere Kinder profitieren, dass einfach die Möglichkeit ist,
zu jeder Tageszeit einfach mal den Kopf frei zu machen. Und das tut uns allen gut, einfach an die frische Luft zu gehen. Ihr seid ja, wie du gesagt hast, seit 7 Jahren hier ansässig in Burgersdorf. Von dem her, was würdet ihr sagen, wenn ihr jetzt Burgersdorf gestalten könntet oder Wünsche äußern könntet und sagt, dort würde es noch an dem oder dem fehlen, was hättet ihr für Wünsche, wo sich Burgersdorf hin entwickeln soll? Also ich finde, dass jetzt zumal ein es hat der Mann aufgemacht, ja, und wir sehen, wie viele Menschen hinströmen, auch Menschen, die wir vorher jetzt gar noch nicht so wahrgenommen haben. Es ist einfach viel mehr Besuchsstrom und es tut sich einfach mehr. Ich glaube, da kann man, das ist einfach ein Schritt, wo es noch ein bisschen mehr sein darf. Also da haben wir auch das die Nikodemus, das ist sehr wertvoll, auch dass da diese Konzerte stattfinden dürfen. Ja, es darf ruhig noch ein bisschen mehr sein. Ich finde, es geht einfach in die richtige Richtung. Ein Tick mehr Abwechslung in der Gastronomie, hätte ich jetzt gesagt. Da könnte noch was tun. Sonst ist das Angebot eigentlich sehr groß. Die Radwege könnten noch optimiert werden. Also wir haben fast mit den Kindern nicht die Möglichkeit, sichere Übergänge zu queren mit 3 Kindern. Also das ist, wäre schön, wenn es da einen durchgehenden Radweg gäbe. Es ist ein Wunschdenken, man kann es ja äußern. Aber das sind das Neuburgersdorf am Ende sozusagen da, dieser, und da ist die Tunnelbachstraße schon sehr stark befahren und da sind die Radwege sehr alt, sagen wir es mal so. Da gibt es halt so Gehwege, die so riesen Schlaglöchern, wo man sogar sich zu Fuß wahrscheinlich schon drüber stolpern kann. Also den Kindern zum Beispiel jetzt einen sicheren Radweg dort zu bieten, zu sagen, meine Tochter, die hat jetzt die Radfahrprüfung absolviert, also unsere Tochter, entschuldige, würde ich mich jetzt nicht drüber trauen, weil es diese sicheren Überquerungen nicht gibt. Ja, Wedi und Olli, ich sage ganz herzlichen Dank, dass ich bei euch sein durfte. Das ist da ein bisschen ein Einblick in die Zuckerwuschel mitmachen durfte. Gibt es irgendetwas, was ihr sozusagen den Burgersdorferinnen und Burgersdorfern, den Kundinnen und Kunden noch mitteilen wollt? Ja, gerne. Also einerseits möchten wir uns bei dir herzlich bedanken für dieses super lockere, interessante Gespräch. Das war wirklich auch sehr lustig, finde ich. Und hätte ich mir jetzt gar nicht, was sehr aufgeregt auch. Vorher, weil ich nicht wusste, was da auf uns zukommt, ganz konkret. Ja, was wir den Burgersdorferinnen und Burgersdorfern mitteilen möchten. Also wir freuen uns auf alle, die uns vielleicht jetzt noch nicht geschafft haben zu besuchen, und alle, die schon da waren, freuen wir uns wiederzusehen. Und ja, und viele nette Gespräche, Inspirationen über Torten und süße Leckereien zu führen. Klar, super. Naja, dann, liebe Hörerinnen und Hörer von Hallo Burgersdorf, habt ihr gehört, kommt vorbei im Geschäft Zuckerwuschel. Ich bedanke mich bei Wedi und Olli für dieses nette Gespräch, für die ganzen Informationen. Ja, und euch, liebe Hörerinnen und Hörer, sage ich danke fürs Zuhören. Ciao, bis zur nächsten Episode. Dies war eine weitere Episode des Podcasts Hallo Burgersdorf. Den Blog zum Podcast erreicht ihr unter hallo-burkersdorf.blog. Produktion und inhaltliche Verantwortung Michael Köck. Kontakt per E-Mail unter feedback@hallo-burkersdorf.blog.